Du hast auch in der Türkei gespielt, hast natürlich auch türkische Wurzeln. Warst ein absoluter Publikumsliebling. 2008 kann man erinnern an die Ümit-Schrei. Und jetzt hat Yusuf Demir zu Galatasaray gewechselt. Demir hat gesagt, das ist der größte Verein in der Türkei. Was erwartet ihn dort? Auf jeden Fall der beste Club, sagen wir mal. Er hat den UEFA Cup geholt, den Super Cup geholt. Und es ist kein leichter Schritt für ihn gewesen, denke ich. Aber wenn ein Galatasaray so wie Barcelona anruft, dann wechselt man dahin. Ich habe auch in der Türkei gespielt, aber nicht bei Galatasaray. Große Verantwortung. Und ja, die Fans erwarten von ihm den Meistertitel. Oder allgemein, das türkische Publikum erwartet von einem Galatasaray einen Meistertitel. Und er ist nicht mehr der junge Mann, er ist schon 18, er ist schon erwachsen. Und es wird eine große Herausforderung für ihn. Und die Konkurrenz ist sehr stark. Ich hoffe, er wird es meistern. Er ist letzte Woche, haben wir es angeschaut, die letzten 15 Minuten reingekommen, hat seine Aufgabe sehr gut gemacht. Und man muss auch bedenken, dass er nicht in einem türkischen Status spielt. Er ist als ein Ausländer drin in der Mannschaft. Das heißt, er wird gegen die ausländischen Spieler drinnen kämpfen müssen. Und dadurch, dass die auch großen Namen da drinnen haben, wird es nicht einfach, aber mit seinem Talent oder mit seiner Leistung, die er bringen wird, hoffentlich, wird er es meistern. Kann man eigentlich, wenn man türkischstämmig ist, so ein Angebot ablehnen, wenn Galatasaray anruft und sagt, wir wollen dich haben, vor allem auch die Familie drumherum. Also bei Demir hat man ja das Gefühl, da gibt es nicht nur einen Manager, da gibt es auch Brüder, Familie. Ist da nicht der Druck extrem groß auf ihn gewesen, dass er gar nicht Nein sagen konnte? Ach, die Jungs sind Profi genug, die werden schon unterscheiden können, wohin der Weg hingehen soll. Bei mir war es ja auch so, vor Eintracht Frankfurt habe ich ein super Angebot gehabt aus der Türkei, auch ein Spitzenclub. Und ich habe es abgelehnt gehabt und ich habe gesagt, ich will erst nach Deutschland. Und eher zum Schluss war ich dann in der Türkei, wo ich schon 30 war. Mhm. Also die Jungs sind Profi genug, die wollen es wissen halt, ne? Oder wohin die Karriere hingeht, die müssen sich das selber entscheiden. Natürlich ist ein Druck von der Familie da. Klar will dann jede Mama oder jeder Papa, ein türkischer Papa, Mama, dass er bei Galatasaray Fenerbahce spielt. Jetzt ist es soweit, jetzt muss er es meistern. Jetzt muss er liefern. So ist es. Ja. Peter, wir haben auch schon öfter über junge Spieler geredet. Gestern, glaube ich, haben wir uns unterhalten über Braunöder bei der Wiener Austria, der auch ein Riesentalent ist. Und man hat das Gefühl, trotzdem jetzt in Österreich, er ist auch um ein Jahr älter, aber dass der schon ein bisschen weiter ist als Yusuf Demir. Also die Herausforderung ist ja nicht leichter geworden im Vergleich zu Rapid jetzt bei Galatasaray. Ich weiß nicht, ob der Braunöder wirklich weiter ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, es war... Yusuf ist ja unfassbar viel eingeprasselt. Also ich meine, es hat nicht so viele Spieler gegeben, die einen Transfer gehabt haben nach Spanien zum größten Club. Das musst du einmal aushalten und musst du einmal in irgendeiner Form auch, das muss einmal klar werden, was das bedeutet. Und möglicherweise ist das ein bisschen schwieriger gewesen. Ich glaube vielleicht, wenn die Finanzsituation in Spanien anders gewesen wäre, hätten die sogar gerade zugeschlagen und er würde jetzt vielleicht im weltbesten Team spielen. Nicht? Und dann hätte er die Zeit, sich zu entwickeln. Dann ist er zurückgekommen, alle haben halt gesagt, er ist gescheitert. Ich sehe das gar nicht so, weil wenn du mal auf der Liste bist von diesen großen Clubs, ist ganz egal, ob das jetzt Barca, Real, Milan oder dann Galatasaray ist oder Chelsea, Liverpool, dann bist du bist du ein spezieller Spieler. Ne? Und die Frage ist halt nur, wie kriegt das dann eben hin? Weil die Aufgabe, die er abliefern muss, das hat er richtig gesagt. Ne? Das ist, wenn du dort unterschreibst, dann bist du kein Jugendlicher mehr für die. Da musst du abliefern. Und das wird man dann eben sehen, ob er das hinkriegt. Nicht? Aber dass der Qualität hat, dass er das könnte, dass er sein Spiel auch noch adaptieren muss, das ist auch klar, weil das, was er nach vorne macht, ist außergewöhnlich. Das, was er für die Mannschaft macht und das, was notwendig ist, manchmal auch in der Rückwärtsbewegung, im Defensivverhalten, da kann er und da muss er noch dazu lernen. Aber wenn er das alles annimmt und wenn er gute Leute hat, die ihn coachen, dann kann er schon durch die Decke gehen. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Für mich ist der beste Beispiel Veli Kavlak. Der ist gegangen, hat 7 Jahre bei Beşiktaş gespielt und Kapitän auch noch. Na gut, er hat ein Unglück gehabt mit den Schultern, genau. Aber der hat ihn unter Anführungszeichen Guti weggeboxt. Das war nicht leicht. Das war Guti. Ich habe ihn nur im Fernsehen gesehen.
Aber Veli hat ihn weggedrängt. So muss es auch sein. Er ist kein junger Mann. Genau. Er muss die Herausforderung annehmen. Es wird sicher nicht einfach. Galatasaray ist nun mal der beste Club, einer der besten Clubs in der Türkei. Und Gas geben. Wolfgang, kann es sein, dass sich gerade die Situation ihn dazu zwingt, jetzt dann auch erwachsen zu werden? Bei Rapid hat man immer das Gefühl gehabt, er wurde halt gehandelt als außergewöhnliches Talent. Ich kann mich erinnern, ich habe mit dem U19-Teamchef Martin Scherb auch eine Sendung gehabt, wo er gesagt hat, er ist wirklich ein außergewöhnlicher Spieler. Er hat Anlagen, die sonst kein Spieler hat in Österreich oder er noch nicht gesehen hat. Und bei Österreich hat man, in Österreich hat man immer auf der einen Seite gesagt, er ist noch jung, so ein bisschen Welpenschutz, und auf der anderen Seite muss er schon ein Mann sein, um in einer Kampfmannschaft spielen zu können? Wird er jetzt gezwungen dazu? Ich bin da ganz auf dem Bett aus seiner Seite. Natürlich ist das, wenn das so anders gelaufen wäre, wäre er wahrscheinlich noch dort. Ich muss aber auch sagen, mein Sohn ist bei Rapid 2 Sportwissenschaftler und in der Akademie dort, und hat ihn den schon in Rapid 2 gehabt und hat mir, bevor nach Barcelona überhaupt ein Thema war, hat er mir schon eine Autogrammkarte mitgenommen. Das ist der nächste Messi. Ja, und gesagt, das ist so ein toller Spieler. Ich glaube, dass es einfach noch ein bisschen zu früh war und dass die Situation einfach dann für ihn, und das wird dem nicht zurückwerfen. Ich glaube, dass der so viel Potenzial hat, dass er sich irgendwann durchsetzen wird, wenn er lernt, wenn er die richtigen Leute um sich hat. Muss die richtige Entscheidung treffen, auch für den Burschen. Natürlich, die Situation bei Rapid allgemein ist nicht einfach. Ja. Wenn ich mit dem Sohn darüber rede, sagt er, Papa, nein. Der darf von Rapid nichts preisgeben. Nein, wird nicht. Ich finde es richtig. Ja. Der darf von Rapid nichts preisgeben, weil du ja bei der Admira tätig bist. Gut, die sind jetzt zweite Liga, aber vorher. Ja, aber trotzdem darf er, es ist ja wichtig, dass er nichts nach außen tragt. Ja. Ja. Er soll in drinnen bleiben und sage ich, ja, Stefan, bitte sag mir nichts, weil ich will es gar nicht wissen. Da sieht man, die Situation ist nicht einfach. Momentan auch rund um einen Trainer, das Ganze ist sicher nicht einfach.